Herzlich willkommen zu dem heutigen Video von mir. Heute mal ein bisschen ein lockeres Video. Und zwar gehen wir durch ein paar Equipment und durch ein paar Plugins durch, die ich euch empfehlen kann, was ihr euch kaufen könnt, wenn ihr euch ein Home Studio einrichtet. Das heißt, wenn euch nur die Plugins interessieren, skippt auf jeden Fall vor bis zu dieser Minute. Ansonsten starten wir bei der Hardware. Wie gesagt, es gibt gerade auch in der Cyber Week und mit Black Friday und Weihnachten, es gibt gerade Top-Angebote, deswegen bin ich auch hier auf Thomann, weil es hier wirklich sehr gute Angebote gibt. Also das sind gute Produkte. Ich habe mir jetzt ein Budget gesetzt von 500 Euro, was ihr braucht, um euch ein Studio einzurichten. Und ich sage euch auch, was ihr downgraden könnt und was ihr upgraden könnt. Das Mikrofon wäre jetzt hier mal das Rode NT1A Complete Bundle und es ist wirklich ein sehr bekanntes Mikrofon. Ich glaube, jeder kennt es oder kennt jemanden, der es hat. Und es ist gerade jetzt reduziert auf 175 Euro, vor allem auch mit dem Bundle mit Spinne und mit Melodyne 5. Was ist Melodyne 5? Autotune kennt jeder. Autotune ist ein automatisches Tuning und bei Melodyne könnt ihr das auch automatisch tunen, da gibt es auch einen Algorithmus. Das bedeutet, es ist eigentlich fast noch besser als Autotune. Wenn ihr euch jetzt nur für das Mikrofon interessiert und euch nur ein Mikrofon holen wollt, würde ich euch aber fast zu dem hier raten, zu dem Levit LCT440. Das Mikrofon ist fast noch ein bisschen besser, kommt auch mit Mikrofonständer, natürlich auch mit Spinne. Und das kommt dem Neumann TLM 103 recht nahe, das bedeutet, es ist fast noch eine Spur besser. Und es hat auch Nectar 3 dabei, also Nectar Elements. Das heißt, es ist eine kleine abgespeckte Version von Nectar, aber ihr könnt damit schon mischen, also habt ihr ein Plugin dabei. Was ihr jetzt braucht, um dieses Mikrofon anzustecken, ist ein Interface, dadurch, dass es hier einen XLR-Anschluss hat. Und dann braucht ihr ein Audio-Interface. Natürlich habe ich jetzt hier das von Focusrite genommen, das Scarlett Solo. Kostet nur 100 Euro, ist glaube ich auch das günstigste, was es gibt auf Thomann. Deswegen nehmen wir das. Was gibt es dazu zu sagen? Ihr könnt ein Mikrofon anstecken und habt hinten auch noch Anschlüsse für Boxen links und rechts. Ansonsten habt ihr noch Monitoranstecker, also halt für Headphones habt ihr hier noch einen Anstecker. Und ja, gibt es nicht viel zu sagen. Und jetzt gelangen wir langsam an einen Punkt, wo ihr euch entscheiden müsst, wie viel Geld ihr ausgeben könnt. Und zwar geht es darum, ob ihr euch nur Kopfhörer kauft oder ob ihr euch Kopfhörer und Boxen kaufen könnt. Bei Boxen sollte man auch nicht irgendwelche kaufen, also vielleicht eher nur auf den Kopfhörern bleiben und auf die besseren Boxen sparen. Das heißt, die Kopfhörer müssen aber auf jeden Fall dabei sein, weil ihr wollt ja auch was aufnehmen. Das heißt, Kopfhörer müssen wir auf jeden Fall kaufen. Und dann nehmen wir jetzt hier die Pro 580i. Die kosten nämlich nur 59 Euro. Und sind geschlossene Kopfhörer, mit denen können die aufnehmen. Also eigentlich ein No-Brainer. Das heißt, die packen wir jetzt einfach mal ein. Dann haben wir noch ungefähr 170 Euro. Und jetzt ist die Geschichte, ob wir uns noch Boxen holen können oder nicht holen können. Das heißt, ihr könnt euch das Geld sparen, euch vielleicht noch zweite Kopfhörer kaufen, wie auch immer. Aber wenn ihr euch Boxen holt, ist auf jeden Fall das hier. Sind die preiswertesten Boxen, glaube ich, die ich kenne. Presonus, guter Hersteller. Natürlich, wenn man einen Kanal kennt. Ist einer meiner Lieblingshersteller. Und das sind jetzt hier die Aeris i 3,5, weil das hier ein 3,5 Zoll Woofer ist. Natürlich sind es eher kleinere Boxen, aber sie haben eine gute Bewertung. Die gibt es auch schon lange und die sind wirklich für das Preisverhältnis, also für das Preis-Leistungs-Verhältnis, sind die eigentlich wirklich top, kann man sich fast nicht beschweren. Wenn ihr euch nur für die Box interessiert, mehr Geld zur Verfügung habt, dann auf jeden Fall die Yamaha HS7 kaufen. Durch die Cyber Week kosten die nämlich auch nicht mehr so viel. Kosten natürlich immer noch mehr als die von Presonus, aber sie kosten weniger als sonst. Das ist jetzt nämlich hier ein Matched Pair. Das bedeutet, das sind nämlich zwei Monitorboxen, die aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, dass die beide im Duo sehr gut harmonieren. Das heißt, ich ziehe jetzt mal hier die 95 Euro ab und dann haben wir noch 73 Euro übrig. Die könnt ihr euch sparen, dann habt ihr nur 400 Euro ungefähr ausgegeben. Oder wir kaufen uns jetzt das einzig Wichtige, und zwar Studio One. Studio One Artist Version, gerade für 69 Euro zur Verfügung statt 100 Euro. Also es ist wirklich ein sehr guter Preis. Und ihr braucht eigentlich nicht mehr als die Artist-Version, dadurch, dass seit dem Update mit der 5.0er-Version könnt ihr auch bei der Artist-Version externe Plugins laden. Früher war es nämlich gesperrt, dass man mit der Artist-Version nur die internen Stock-Plugins verwenden konnte und keine extra kaufen und extra laden konnte. Das kann man jetzt allerdings machen, also braucht ihr eigentlich nicht mehr auf die Pro-Variante upgraden, wenn ihr sonst keine Features braucht, weil ihr habt hier mit Studio One 5 Artists eigentlich die ganzen Basic-Features und dadurch, dass man Plugins laden kann, könnt ihr ja eigentlich alles upgraden im Nachhinein. Das heißt, wir kaufen das noch, haben unser Budget ausgegeben und jetzt kommen wir zu den Plugin-Empfehlungen. Plugin-Boutique bin ich hier unterwegs, weil es hier sehr gute Angebote gibt und weil ich dann natürlich auch meine Affiliate-Links habe. Also kauft es am besten über meine Links, damit unterstützt ihr den Kanal.
Und was es da gibt, ist wirklich krank. Und zwar gibt es ganze Bundles reduziert. Ihr könnt euch hier, wenn ihr noch keine Plugins habt, auf jeden Fall zugreifen. Ihr könnt euch hier ein ganzes Vocal Plugin Bundle holen mit 5 Plugins von Soundspot für 5 Euro. Und die kosten normalerweise 405 Euro, wenn man alles separat kauft, ohne dass es im Discount ist. Jetzt sind die ganzen Plugins im Discount und für 5 Euro eigentlich ein No-Brainer. Kurze Geschichte, ihr kriegt nochmal 3 Plugins gratis dazu, wenn ihr euch das kauft. Das ist einfach mal ein kleiner Zusatz, aber was ist drinnen? Es ist Voxbox drinnen, das macht die Stimme ein bisschen dicker, also stuft ein paar Harmonien in die Stimme und macht die Stimme breiter, ist sozusagen ein Vocal Thickener. Dann gibt es hier noch einen Vocal Imager, wo man die Stimme Stereo schalten kann und vielleicht noch ein paar coole Effekte schalten kann mit Propan. Und dann hat man hier einen Reverb dabei, das heißt ein Reverb-Plugin ist hier auch dabei. Dann haben wir noch einen Buskompressor dabei, das heißt der ist auch fürs Mastering eigentlich ganz gut geeignet, weil der Buskompressor sehr transparent arbeitet und mehrere Tracks auf einmal bearbeiten kann. Und dann haben wir nochmal einen Kompressor und das ist jetzt ein Plugin, was ich eigentlich auch recht interessant finde. Das soll nämlich angeblich ein Kompressor, ein Equalizer und ein Overdrive Distortion Plugin sein. Und das ist eigentlich wirklich mein First Call jetzt in der Zeit mit den extremen Discounts. Auf jeden Fall kann ich nur Soundspot empfehlen, die haben generell alle Plugins jetzt gerade von denen, sind gerade extrem günstig. Und dann gibt es noch ein Mastering Bundle von denen auch nochmal für 5 Euro, wieder mit 5 Plugins. Ein Plugin ist doppelt, werde ich euch gleich spoilern. Und zwar ist der Buskompressor hier nochmal da drinnen, das heißt, der wäre dann eigentlich umsonst, aber ihr könnt euch hier auch noch auf was freuen. Das heißt, das ist auch nochmal ein Bundle, was ich empfehlen kann. Und ja, vielleicht kaufe ich es mir selber, ich weiß nicht, für 5 Euro auf jeden Fall nichts verhauen. Auch statt 450 Euro, das heißt, da habt ihr eigentlich einen extrem guten Discount. Und jetzt zu den Plugins, die ich selber schon habe. Das heißt, die interessieren mich jetzt natürlich weniger, aber ich kann sie euch empfehlen. Und zwar wäre das auf jeden Fall Little Alter Boy. Ich glaube, wer meine alten Videos kennt, ich habe dieses Plugin immer wieder verwendet früher. Ich verwende es jetzt auch noch. Es ist eigentlich ein Pitch Shifter, weil bei Studio One gibt es keinen Pitch Shifter, der gut funktioniert. Deswegen habe ich mir damals den von Little Alter Boy gekauft. Und der kostet jetzt auch nur noch 40 Euro statt 90 Euro. Den kann ich empfehlen. Das heißt, hier kriegt ihr auch noch Virtual Cash, das heißt, wenn ihr euch das kauft, kriegt ihr auch noch Cashback, was ihr dann wieder spenden könnt, wenn ihr euch nochmal auf der Seite Plugins holt. Zahlt sich eigentlich sowieso schon aus und ihr kriegt wieder 3 Plugins geschenkt. Und dann gibt es auch noch Little Micro Shifter. Soundtoys ist auch generell jetzt gerade im Sale und den Little Micro Shifter verwende ich fast immer für Adlibs oder für Doubles, um einfach in den Stereo-Raum zu spreaden. Also da kann man eigentlich wie bei einem Imager oder bei einem Chorus-Effekt, kann man die Stimme extrem weit nach links und rechts pennen, finde ich immer ein gutes Plugin für ein paar Effekte. Und das wäre es dazu. Und jetzt noch eine Sache, die wirklich auch reduziert ist und extrem spannend ist, vor allem für die Leute, die meine Videos gesehen haben zum Thema Nectar 3 und Isotope. Und zwar sind die ganzen Plugins auch reduziert. Es gibt gerade ein Bundle von Isotope für 300 Euro. Okay, klingt das vielleicht viel, aber das kostet normalerweise 700 Euro. Und ich sage euch, diese Plugins, die sind es auf jeden Fall wert. Was ist dabei? Es ist dabei Ozone 9. Ozone 9 Advanced ist dabei, das verwende ich zum Mastern, das verwenden viele Leute, ist ein gutes Mastering-Plugin, was alleine auch schon 300 Euro kostet. Dann habt ihr hier auch nochmal ein Neutron 3 Advanced dabei und dann habt ihr auch nochmal ein Nectar 3 dabei. Neutron 3 ist eher so für den Mix von Instrumenten und Vocals sind Nectar 3, das heißt, da habt ihr nochmal ein extra Plugin dabei. Also 3 richtig gute Plugins. Auch im Preis fast von einem, weil ich weiß gerade nicht, was Nectar 3 kostet, aber auch um den Dreh zwischen 200 und 300 Euro. Das heißt, 3 Plugins und auch noch den Tonal Balance Controller, der ist auch noch dabei. Und das wären eigentlich so die Plugins, die gerade extrem gut im Sale sind. Die Seite, auch wenn ihr euch jetzt gerade nichts kaufen wollt, aber die Seite Plugin Boutique kann ich euch trotzdem empfehlen, weil es gibt hier auch extrem gute Free Plugins. Also ich gehe hier manchmal auch gut drauf und sage, ja okay, ich brauche jetzt vielleicht einen Filter. Und dann hole ich mir ein Free-Plugin und probiere die auch teilweise einfach nur aus Interesse aus. Also ihr habt hier auch ganz viele Plugins, die einfach gratis sind. Zahlt sich aus, vorbeizuschauen. Und wie gesagt, wenn ihr euch was kauft und meine Links verwendet, dann profitiere ich natürlich davon, bekomme einen Anteil. Ihr zahlt dadurch aber nicht mehr. Ihr unterstützt den Kanal, wenn euch das interessiert. Ansonsten sehen wir uns normal wieder im nächsten Video.